Okay, dann schauen wir mal, ob wir es noch können wieder. Ah. Und das Ganze nochmal, weil so schön war. Hopp. 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 Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Ja, ich hab's begriffen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Ich hasse diese Realitätstrainingseinheiten. So, wunderbar. Wow, 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 wow. So, und weg. Es ist aber nicht giftig oder radioaktiv. Ach so, hier kommen wir jetzt, okay. U-Bahn-Titanbehälter. Du weißt. Ach, das ist im Museum. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal wieder ganz rum. Ja, was es mit Joker gemacht hat. Ich glaube nicht, hm? Bestimmt nicht. Wir tun einfach, was uns gesagt wurde und beschützen es für den Boss. Ah, da unten ist der Titanbehälter. Ich muss gerade mal schauen, wann ich hier irgendwo der geheimnisvolle Beobachter. Ich meine, der war doch hier irgendwo. Noch nicht ganz verstanden, was unsere Abmachung beinhaltet. Du solltest eigentlich derjenige sein, der alles tut, was ich will. Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist irgendein hässlicher Penner, der zu mir kommt und mir erzählt, dass er verdroschen worden ist. Ich... Die Fledermaus ist hier. So, und dann gehen wir wieder. Spinne ein und wirf den Schlüssel weg. Ja, toll. Okay, damit hätten wir den ersten politischen Gefangenen schon befreit. Im Museum. Hier war doch aber irgendwo ein Titanbehälter, oder? Nähern Sie sich nicht der Mauer. Auf die missliche Handlung wird mit äußerster Härte reagiert. Ups. Hey Jungs! Wir haben es geschafft. Er ist weg. Diese Leute werden für ihn ein Vermögen bezahlen. Darauf verlasse ich mich. Ich muss den Rest der Titanbehälter. Welcher Titanbehälter war das denn? Ach, der ist das gewesen. Okay. Boah, wo war denn der Beobachter? So, ich glaube, der erscheint nicht. Ich glaube, ich muss in Reihenfolge vorgehen. Ja, also, dass viel aus dem Zusammenhang gerissen wird und. Ja. Dass das dann als die Wahrheit schlechthin dargestellt wird. Oder dass irgendwie ein Satz aufgeschnappt wird, der in der Diskussion gefallen ist und da wird dann gesagt, ja, so ist das, so wollen das alle und so will ich das nicht, aber und hast du nicht gesehen. Als Beispiel möchte ich da jetzt nur anführen, ich hatte mal eine Diskussion bei Hart aber Fair gesehen. Seid ihr gut genug, um für Pinguin zu arbeiten, oder seid ihr einfach nur feige? Da ist irgendwie mal gefallen, dass es, dass einer da die Vereinigten Staaten von Europa haben will. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, der Michel Friedmann hatte das gesagt. Und da hatte dann derjenige, der das hochgeladen hat, drunter geschrieben, ja, da ist es, jetzt kommt es raus, alle wollen die Vereinigten Staaten von Europa, ich will das aber nicht. Ja, da dachte ich mir, das ist doch zwar richtig, dass es gesagt wurde, aber kein Politiker, der da war, hat ernsthaft gesagt, hat das Wort auch nur in den Mund genommen, dass er das anstrebt. Mal in Klammern davon ganz abgesehen, dass das von unserem Grundgesetz her wohl gar nicht möglich ist. Weil dafür zu viele Rechte des Parlaments abgetreten werden müssten, was so ohne weiteres gar nicht machbar ist. Dafür müssten wir quasi, nicht quasi, dafür brauchen wir in Deutschland ein neues Grundgesetz. Und dann gibt es natürlich so Spezies, die sagen, das ist sowieso alles nur Lug und Trug und ja, hast du nicht gesehen. Aber mit solchen Leuten, finde ich, kann man gar nicht diskutieren. Weil die haben ihre Meinung und weichen dann nicht davon ab und es ist ja sowieso alles schlimm und wird ja auch nicht besser. Das sind dann aber die, die nicht zur Wahl gehen und sich dann hinterher am lautesten darüber aufregen, dass nichts passiert. Da
dann sagen die, ja, meine Stimme bringt ja nichts, ja. Wenn 20% der Leute, die sagen, ich gehe nicht wählen, weil es nichts bringt, irgendeine Partei wählen, dann hätten wir aber auf einmal eine ganz schön starke Fraktion im Bundestag. So, also hier ist der nächste Titanbehälter offenbar. Hallo? Titanbehälter, wo bist du? Das reicht, das kotzt mich an, hier rumzustehen. Ah, pum. So. Tschüss. Ah, Packert. So. Bumm. Okay. Erweitertes Realitätstraining online. Dann machen wir die jetzt eben mal fix. Schub, wenn ich den Greifhaken auf größere Distanz einsetze. Ja, Bruce, ich weiß. Wieder Kopf in den Asphalt rein oder diesmal in die Metallplatte rein. Pumps! Hopp. Erweitertes Realitätstraining. Ach, das war jetzt da unten durch. Ja, ich erinnere mich so dunkel. Ah ja, fliegen wir mal wieder zu, oder? Kann ich das noch retten? Weil ich das noch retten kann. Nein, kann ich nicht. Schade. Ah, da haben wir ein Rätsel gehabt. Oder man kann jetzt direkt alle Riddler-Sachen auf einmal machen. Das kann ich mir auch vorstellen. Oh Gott, das wird zu tief! Oh, Telefon, Telefon. Telefon ist wichtig. Ich höre. Oh, Batman, du klingst ungeduldig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nur so kannst du mein Spiel gewinnen. Wie du vielleicht weißt, erlöse ich die hirnlosen Marionetten, die das Glück haben, meine Rufe zu erhören. Du erlöst sie nicht. Du bringst sie um. Kommt wohl ganz auf die Perspektive an. Ich sehe es so. Das sind drei kleine Schweinchen, die nur darauf warten, dass ich sie vom Leben heile. Könnte mir gut vorstellen, dass die das nicht ganz so sehen. Wenn du sie verletzt, Zaz, komm ich dich holen. Darauf möchte ich wetten. Doch vorher ein Spiel. Irgendwo in Arkham City klingelt in diesem Augenblick ein Telefon. Ich weiß, es ist ein großes Gebiet, aber du findest es. Brauchst du zu lang, töte ich die Schweinchen. Und versuch ja keine Tricks. Ein Freund half mir, dieses Signal über jeden Verbindungsknoten von hier bis Bloodhaven zu leiten. Du findest mich nie. Oh, jetzt geht das Geruckel wieder los. Auf und fang an zu laufen. Klingeling. Klingeling. Genesungsprozess, ja, ja. Wenn ihr versagt, ist euer Leben
Körperliche Fitness ist für Batman hier das A und O, wie man sieht. Boah, ist auch knapp bemessen. Das ist echt knapp bemessen diesmal. Also letztes Mal hatte ich mehr Zeit. Oh, da wären wir. Hallo. Du bist im Boden drin gewesen, Batman. Okay, ruckel, ruckel, ruckel. Habe ich dir je von meinem ersten Mord erzählt, Batman? Nein, ich komme da nicht dran. Wie du sicher weißt, waren meine Eltern tot und ich reich. Ich komme da nicht dran. So reich, dass ich alles haben konnte, was ich wollte. Aber ich wollte nur, dass sie leben. Jetzt weiß ich, hallo, dass es unmöglich war. Und Scheiß verbackt. Zweck diente. Aber damals, da hatte ich noch keine Ahnung davon.